Oh, der hat sich hier aber auch echt gut gehen lassen. So, ich glaube, wir haben alles. Alter, ich kann ihn nicht so liegen lassen. Kriege ich den hier reingesetzt? Halbnackt? Alter, dreh dich doch mal. Ich möchte ihm doch einfach nur ein bisschen Würde lassen. Ja, Lydia, ich weiß, du findest es langweilig. Im Vergleich zu mir ist sie halt ein absoluter Lauch. Entschuldigung, Kaiser. Ich bin da nicht so geschickt drin. Alter, das tut mir wirklich leid. Da kommen die so breitbeinig. Ich würde ihn gern richtig hinlegen. Alter, dreh dich doch. Ja, komm. Muss reichen. Wir haben ihm... Mann, Lydia. Wir haben ihm zumindest noch ein bisschen Ehre gelassen. Ein bisschen Würde. Aber wir haben es geschafft. So, dann möchte ich einmal ganz schnell nach Markart. Ein bisschen was ablegen. Vor allem die Bücher. Und dann nach Weißlauf. Noch mehr ablegen. So, einmal in die hauseigene Bibliothek. War doch, glaube ich, hier, oder? War das hier meine Bude? Ich glaube schon. Was? Was war's? Jo, war meine Bude. Die Bücherregale sind halt schon voll. Wo haben wir denn zwischengelagert? Ah, sehr gut. Ich hab's gleich. Alter, teilweise haben wir die Bücher einfach fünfmal. Oh, sogar signiert. Nice. Siebenmal. Kann man mal machen. Lydia, ich weiß ganz genau, auch du hast Bücher. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, das wird jetzt erstmal ein bisschen aufhören. Dann mal los. So, das können wir leider nicht ablegen. Sonst der Rest, ja, weiterhin nach Weißlauf, so wie es eben immer war. Ist ja praktisch auch direkt um die Ecke. So, komm, lauf weg, bevor sie mich sieht. Nicht, dass sie mitkriegt, dass Papa zu Hause ist und dann will sie wieder Taschengeld. Warte mal. Wir verkaufen gleich ein paar Sachen. Besser ist es. Hallo?
Niemand zu Hause oder was? Aber wie... Wie soll ich denn jetzt mein Zeug verkaufen? Ah, hier. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ja, sofort. Sofort, geh erstmal an deinen Arbeitsplatz. Ich komme direkt zu dir. So, das nehmen wir. Das lagern wir ein. Orkische Pfeile, ganz ehrlich. Ja, eigentlich brauche ich sie nicht, aber ich lasse mal kurz. Waffen und Bekleidung. Die nehme ich sowieso. Aber wenn ich sowieso zwei davon habe. Ja. Scheiß drauf. Vulkanglasbogen. Sind schon sehr, sehr geile Sachen dabei. Elfenschwert kann weg. Den Ebenerzdolch würde ich sehr gerne behalten. Edui finde ich irgendwie einfach hübsch. Stab der Zombies braucht kein Schwein. Stab der Blitze darf Lydia meinetwegen behalten. Macht aber null. Achso, nee, es geht. Bekleidung. Ja, sowas sollte ich eigentlich mal behalten. Das können wir so genauso gut auch wegschmeißen. Ließe sich ganz gut verkaufen. Aber ich glaube, dass hier... Alter, wenn wir die komplette Narrenzeugs da anhaben... Vergesst so, nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls sind ihr... wir... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Ja. Alter, ich war gerade in dir. Unangenehm. Kennt ihr meinen Vater? Ja. Ich helfe meinem Vater. Werft einen Blick darauf. So, pass mal auf. Das Ding werde ich ganz klar behalten. Das hier nicht. Einen Vulkanglasbogen können wir auch verkaufen. Weg damit. Weg. Ich habe irgendwas so viel verkauft. Glaube ich. Den Spell hätte ich ganz gern. Das ist überhaupt nichts wert. Och Mann. Ja, dann hier. Habe ich gerade zufälligerweise irgendwas zu viel gegeben? Das war meine, oder? Aber ganz ehrlich, ja, halt ruhig. So Sachen sollten wir gegebenenfalls vermutlich kaufen. Aber wenn ich es mir genauer überlege. Also gut. Ne. So, Lydia, ich mach dich jetzt. Ja, ich mach dich jetzt erstmal komplett leer. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Und das ist ja auch wirklich sehr löblich. Aber pass auf. Meins, meins. Meins, auch wenn ich es gar nicht unbedingt will. Die Rüstung zieht es ja sowieso nicht an. Keine Ahnung, wo wir die Schlüssel hin haben. Trollschädel, ja. Aber das Zeug sortieren wir erstmal ein. Den Stab der Blitze kannst du trotzdem behalten. Ihr geht vor, ich folge. Ja, klar. Wo hab ich denn die Schlüssel hin?
Das gehört auf jeden Fall alles nicht hierher. Der Schrank ist leer. Ich glaube, was hier, oder? Oder hier? Jawohl. Hier sind sämtliche Schlüssel. Dann haben wir hier Waffen, die da gar nicht hingehören. Uff. Hier Klamotten, also Bekleidung. Weg damit, weg damit. Weg damit. Kann ich nicht abgeben. Weg damit. Also alles, was ich jetzt selber nicht ausgerüstet habe, kann hier rein. Weil aktuell bin ich mit meiner Rüstung schon sehr zufrieden. So, dann haben wir hier Waffen. Da kommen zum Beispiel diese Pfeile rein. Bogen der Nachtigall. Ja, nutze ich ja sowieso nicht. Den kann ich leider nicht ablegen. Den finde ich schon sehr praktisch. Finde ich auch sehr cool. Mit dem werde ich bestimmt auch irgendwas Cooles machen. Die wertvollen Pfeile lasse ich auch noch hier. Ich bleibe bei den Eisenpfeilen. Mit denen komme ich eigentlich relativ gut zurecht. Stahlpfeile brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. Wie gesagt, wir kommen sehr gut damit zurecht. Was ist eigentlich besser? Ebenerz oder Vulkanglas? 54. 48. Ja, Ebenerz schaut halt einfach mal tausendmal geiler aus. So, dann haben wir bestimmt auch ein paar Zutaten. Alles weg. Ja, Ethereum-Kriege kann ich halt leider nicht ablegen. Stinkt mir auch ein bisschen. Zaubertränke. Cool. Brauche ich nicht. Ausdauer. Weißt du was, ich leg mal kurz alles ab und nehme dann das raus, was wir brauchen. So. Wäre praktisch, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Gifte, Ausdauer. Ich will eigentlich nur Gesundheit, Ausdauer, Magiker. Und vielleicht ein... Ja, vielleicht ein, zwei... Unsichtbarkeitstränke. Das hier ist auch praktisch. Blitzresistenz. Sehe ich alles nicht. Zusätzlich Magiker auch nicht. Zaubertrank der Ausdauer. Jo, die nehmen wir mit. Das lasse ich mal. Das ist nämlich dann doch sehr wertvoll. Flüchtige Unsichtbarkeit. Haben wir da nicht krasseres? Bestimmt, oder? Heilung. Ausdauer. Ausdauer. Heilung. Magiker. Magiker.
Magieresistenz. Nee. Ausdauer. Heilung. Verlängerte Unsichtbarkeit. Also 30. Ja, vielleicht haben wir noch was Krasseres. Zusätzliches brauche ich halt eigentlich gefühlt alles nicht. Ja, Ausdauer kann man mal mitnehmen. Gesundheit, Gesundheit. Giftresistenz, bis jetzt hat uns noch niemand vergiften wollen. Und ich glaube da auch noch nicht so dran. Magiker regenerieren. Nö. So, was haben wir jetzt noch alles dabei? Essen. Essen kommt natürlich in die Küche. So, dann haben wir natürlich noch Krimskrams. Dietriche würde ich sehr gern behalten. Seelensteine lasse ich auch erstmal hier. Septime brauchen wir immer wieder mal. Drei Steine von Barenzia haben wir schon. Nice. So, dann sind wir jetzt eigentlich mal komplett leer. 76 von 460. Damit kann ich arbeiten. Da speichere ich doch gleich vor lauter Freude mal. Kind, geh weg. Sie geht jetzt bestimmt nach Hause, weil sie gehört hat, dass Papa da ist. Ja, okay, oder auch nicht. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Tag. Schmied von ganz Himmels. So, dann sagen wir dem Bescheid. Ich will wissen, wo mein Lohn ist und danach bringe ich den um. Aha, ihr seid zurück. Ja. Und Titus ist tot. Ich weiß, ich habe vor wenigen Augenblicken davon erfahren. Das ist herrlich. Ihr wisst ja gar nicht, welchen Dienst ihr dem Kaiserreich, ja ganz Tamriel damit erwiesen habt. Ich bin Held, ich bin einfach ein krasser Typ. Nicht allzu sehr, richtig? Nee. Ihr wollt Geld. Jo. Und Geld sollt ihr haben. Euer Lohn wartet in einem Versteck auf euch. Er befindet sich im Inneren einer Urne, in eben jener Kammer, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind, in Volonruth. Geht nun bitte, sammelt euer Geld ein und mögen wir einander nie mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Ich verspreche dir, unser werden Geschäft wir auch ist nicht. Hiermit abgeschlossen, den Göttern sei Dank. Ja, da haben wir bloß noch ein Problem. Dich. Aber wir hatten eine Abmachung. Und ich hatte aber auch eine Abmachung mit dem Kaiser. Letzter Wunsch ist letzter Wunsch. Holla die Waldfee. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich leg das mal noch schnell ab. Hier sonst noch irgendwas? Kann man ja nie genug haben. Hier drin ist nichts passiert. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Ja, da sterben einfach Leute in der Taverne. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas ein Testament. Eure Erbschaft. Ach, und mein Beileid. Ja, klar. Das war's dann wohl. War wirklich traurig. Worum geht's? Papa,
ihr seid wieder da. Ihr seid wieder zu Hause. Ja. Hey, ich hab hier was für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Nö. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Ich geb's ja zu. Ich helfe meiner Mutter dabei Obst und So, ein Testament also mal wieder. Ja, Barkruf, aha. Oh, wow, 100 Goldstücke. Füße zu verkaufen. Na, ein Glück habe ich ihn vorher leer geräumt. Sonst hätte sich das ja gar nicht gelohnt, dass ich ihn umbringe. Ich verstehe nicht, weißt du, wir waren Geschäftspartner. Wir hatten miteinander nichts zu tun. Ja, aber trotzdem war ich in seinem Testament. Seltsam. So, das Testament. Ja, komm. Wiegt sowieso nicht. Ich trage es halt mal mit rum. Dann können wir jetzt unseren Lohn abholen. Und wir. Es hat sich nicht gelohnt. Wo ist es denn? War das nicht... Ach, hier. Wolle und Rut. In einer Urne also. In eben jenem Raum, in dem wir ihn kennenlernen. Ist angenehm. Ich gehe mal stark davon aus... Von denen ist niemand wieder auferstanden. Alles andere fände ich dann doch sehr merkwürdig. Alter. 20.000 Septim. Damit wüsste ich was anzufangen. Also auf jeden Fall erstmal saufen gehen. Ganz ehrlich, gebe ich zu. Erstmal einen Taui verballern. So, Dämmerstern. Dann sagen wir Nasir mal eben Bescheid. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht auf die Idee, dass ich ihm das Geld gebe. Das wäre dumm und naiv zugleich. Ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen. Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silus. Warum sollte ich mich verstecken? Die Zuflucht von Dämmerstern. Na siehe, mein Lieber. Da unten also.